Breitensport, der Kompetitionssport, Sport für die Vereine, das ist zu Düdling ganz wichtig. Mehr als Gemeinde haben also eine Rolle dort zu spielen, dass die Vereine Achse und die Sportinfrastrukturen nicht. Wasser, Terrain, die Bausen, die Bannen. Da soll die Vereine, egal welchen Alter, egal welchen kulturellen Hintergrund, auch mit oder ohne Handicap, Männlein, Weiblein sowieso, die Vereine sollen Sport können zu Düdling machen. Wir können keine Benevoler da sein, wir können keine freiwilliger da sein, haben wir keinen Sport zu Düdling, zu Lützburg und sonst auf der ganzen Welt. Also, die Gemeinde kann vieles machen, aber wir können sicherlich nicht alle Benevoler Kräfte ersetzen. Wollen wir auch nicht, das ist wichtig. Die Ambiance an einem Verein, die lebt davon, an Schmengen Hautestanz, also zum Mal, die ganze Ehrenwelt freiwilliger zu fahren, weil wir sind alle gut gestresst, muss alles schnell gehen, wir haben wirklich Zeit. An Vereine, an Sportler, an Trainer brauchen aber Leute, die am Hintergrund arbeiten, die nicht an der Zeitung stehen, die nicht am Fernsehen annimmt gehen, die dort präparieren, die dann am Vierfeld die Kompetition präparieren, sonst kann kein Sport stattfinden. Also wir brauchen die Leute und wir probieren so, so gut wie es geht, unter anderem den Prix du Bénévolat als Liedling zu unterstützen. Ja, also effektiv haben wir den Label European Town of Sports Grid, eine Initiative von unserem Service des Sports, weil die sie am Alltag mit den Schülern, mit den Enseignants, mit den Vereinen, mit den Liedlingen am Kontakt. Und die haben einfach gesagt, hey, wir machen so viel für Diddling, da gibt es so ein Label, komm, wir melden uns. Und muss ich sagen, dass das berechtigt war, weil wir haben die Kriterien alle gut erfüllt und sodass wir auch hoffentlich und stolz sind, dass wir alle gut zusammen mit den Vereinen, mit den Benevolen, mit unseren Servicen den Label als Stadt Diddling kriegt. Ja, nachdem wir zu Brüssel mit allen guten den anderen steht, die in verschiedenen Kategorien den Preis kriegen, dass je nachdem, wie groß oder wie klein oder wie viel Abwohner ein Staat hat, sind Preise verteilt. Wenn wir das dann kriegen und den Fendel mit auf Diddling geholt, also am Anfang ein Startschuss für ein neues Jahr, mit noch mehr Motivation am Sportbereich etwas zu machen. Das ist, wir haben die einzelnen Vereine eigentlich gesehen, was ein Label für sie bedeutet, für uns als Staat. Einerseits haben wir ihnen Merci gesagt, aber andererseits ist das auch eine Herausforderung, eine Challenge, das dient dann auch besser zu machen, noch mehr Events zu proposieren, aber auch vielleicht Sportarten zu proposieren, die man noch nicht als Diddling hatten. Ganz konkret haben wir hier den Paddle-Tennis gedacht, den wir am nächsten Main-Teil lancieren. Das ist ein Projekt, das hier entstanden ist, aufgrund von der Visite von der Jury. Und da geht es zusammen mit den Vereinen, wie gesagt, Energie daraus zu holen, Motivation, weil das ist auch eine Rekompense für die Vereine. Also alles zusammen sind wir noch ein bisschen mehr motiviert, dass 2019 sportlich Diddling noch besser geht. Fazit ist mehr stolz hier zu Diddling, was den Sport anbelangt. Vor allem Solidarität. Solidarität einerseits an den Vereinen, wie mein alten Trainer, der Remy Dibra, immer gesagt hat, kann er von der Straße zu holen. Das ist der Sport oder eine sozial wichtige Aufgabe, aber auch Generationen und Kulturen zusammenzubringen. Das ist der soziale Faktor vom Sport. Neben dem, dass sie sich sportlich betätigt, ob sie sich Gesundheit möchte. Und dann haben wir, wie gesagt, Solidarität unter den Vereinen. Wir die länger, wir halten zusammen, wir kämpfen bis zum Schluss und wir gehen alles für unseren Club, für unseren Sport. Also am Anfang die Begeisterung, die Energie, die mich am meisten begeistert an der Sportwelt zu Diddling.